Mode ist eine Rüstung, um die Realität des Lebens zu überstehen. Kleidung ist immer noch eine Möglichkeit, den eigenen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Meine politische Position ist jetzt, dass ich meine ukrainische Herkunft betonen muss. Dieses Stückchen Stoff, die sogenannte Kufiye, ist aufgeladen mit Symbolik. Für die einen ein hochpolitisches Statement gegen Israel, für die anderen einfach Tradition. Und wieder andere nutzen es als provokantes Fashion-Statement. Die Moderatorin und YouTuberin Heifa hat, wie viele PalästinenserInnen, eine sehr persönliche Beziehung zu dem Tuch. Ich besuche meine gute Freundin und eine der besten Künstlerinnen, die ich kenne. Martha! Ich bin da! Ich bin Haifa Psaiso, Reisevloggerin und TV-Moderatorin. Hi, guys. Hi, wie geht's euch? It's Haifa hier. Haifa macht Geschichte. Seid ihr bereit für ein sansibarisches Abenteuer? Was ich hier trage, nennt sich Kitengi. Und ich benutze ein Lese, um einen Turban zu wickeln. Was beschämt ist, ist die Art, wie ihr denkt. Ich lebe aus dem Koffer und reise um die Welt. Ich bin Palästinenserin, meine Familie kommt aus Gaza. Ich konnte zwar noch nicht hin, aber es ist in meinem Herzen. Ich wollte Palo Santo anzünden, aber es ging sofort aus. Heute machen wir ein wunderschönes Foto mit der Kufiye. Soll ich was Schwarzes anziehen? Zieh etwas Schwarzes an und damit fangen wir an. Start, okay. Wow, sieh dir diese schöne Handarbeit an. Die Kufiye bedeutet mir sehr viel. Als Kind habe ich meinen Großvater damit gesehen. Es erinnert mich an meine Heimat, vor allem, weil ich dort nicht hin kann. Ich fühle mich damit palästinensisch. Es riecht für mich nach Heimat. Ich bin stolz darauf, Palästinenserin zu sein, auf meine Geschichte, auf mein kulturelles Erbe. Auf all das, was diese Symbole bedeuten. Dieses Muster sieht aus wie ein Fischernetz. Und es erinnert an die Beziehung, die die Fischer zum Mittelmeer hatten. Die Lage Palästinas ist geografisch sehr bedeutend. Diese Linien symbolisieren die Handelsrouten. Und dieses Muster steht für Olivenbäume. Ich habe die Kufiye nicht nur in meiner Kindheit getragen, sondern vor allem später, als ich anfing, mehr zu reisen. Wenn mich jemand damit sieht und fragt, woher ich komme, kann ich sagen, dass sich hinter der Kufiye eine Geschichte des Kampfes für Unabhängigkeit verbirgt. Kurz zum Hintergrund. Der Name Kufiye geht auf die Stadt Kufa im Irak zurück. Von dort aus eroberte sie die Golfregion und den Nahen Osten. Palästinensische Bauern haben sich damit vor Sand und Sonne geschützt. 1936 haben die Briten den Palästinensern das Tragen der Kufiye verboten. Palästinensische Rebellen haben damit ihr Gesicht verdeckt. Daraufhin fingen auch andere Menschen an, die Kufiye zu tragen. So fielen die Rebellen nicht mehr auf und es wurde zu einem Symbol des Widerstands. This is when it became a sign of resilience. From 1936 until today. Von 1936 bis heute ist es ein Zeichen des Widerstands. Menschen auf der ganzen Welt drücken damit ihre Solidarität mit Palästinensern aus. Oh mein Gott. Ich habe Wassermelone, Za'atar und palästinensisches Essen dabei. Kein Familientreffen ohne was zu essen.
Ich habe Erinnerungen hier und auch dort. Ich weiß noch nicht, wie ich mich gleich fühlen werde. Für mich ist es sehr aufwühlend. Ich war seit dem Tod meines Opas nicht mehr hier. Hier habe ich früher gewohnt, mit meinen Großeltern, meiner Mutter und Schwester. Ich habe so viele Erinnerungen, vor allem an meinen Opa und an Palästina. Hallo, Tante Hanan, wie geht es dir? Du siehst super aus. Das ist die Küche von meinem Opa. Hier habe ich immer nach Schokolade gesucht. Das hier ist Fateh, ein palästinensisches Gericht. Die Rinderbrühe gießen wir über das Brot. Ich denke viel an Jiddu. Jiddu bedeutet Opa auf Arabisch. Ich habe neulich auf Instagram ein Zitat gelesen. Wer wir heute sind, verdanken wir den Entscheidungen unserer Großeltern. Das stimmt absolut. Ich träume schon lange davon, mein Land zu besuchen. Es fühlt sich falsch an, hier zu sein und die Früchte von Opas Arbeit zu ernten. Wir haben hier die Basics und die Sicherheit, die die Menschen in Gaza nicht haben. Früher haben wir uns alle um meinen Großvater versammelt und haben ihn gebeten, uns Geschichten über Gaza und Palästina zu erzählen. Er saß immer genau hier. Es bricht mir alles das Herz. Diese Geschichten waren unser Tor in das Land. Das Atmen fällt mir schwer, vor meinen Augen spielen sich wieder Kriegsszenen ab. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sein Zuhause verlassen zu müssen. Ich bin Bella Khadatseva, ein ehemaliges Model aus der Ukraine und jetzt Kulturaktivistin in Berlin. Die Mode war ein großer Teil meines Lebens. Ich habe 4-5 Jahre lang als Model gearbeitet. Ich war bei Shootings und Catwalks verschiedener Designer aus der ganzen Welt. Auch mit Ivan Frolov habe ich zusammengearbeitet. Der ukrainische Designer hat gerade für Furore gesorgt. Keine geringere als Queen Bee, Beyoncé, hat seine Mode auf ihrer Renaissance-Tour 2023 getragen. Frolov kreierte Beyoncés Outfit in Kiew, als es dort massive Raketenangriffe und Stromausfälle gab. Und Frolov ist nur einer von vielen Designern. Ruslan Baginski gestaltete markante Hüte für Beyoncés Show. Ein bewusstes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine? Vielleicht. Für ukrainische Designer verändert der Krieg nicht nur die Art und Weise, wie sie Mode machen, sondern auch die grundsätzliche Perspektive darauf. Mode ist ein Spiel. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Mode uns vorschreibt, wie wir uns zu kleiden haben. Heute müssen wir mit unserer Kleidung spielerisch umgehen. Ich zerschlage Klassiker, um etwas Innovatives zu schaffen. Ich bin Irina Juice, Designerin der ukrainischen Modemarke Juice und Stylistin. Die Marke Juice habe ich 2010 gegründet, gleich nach meinem Uni-Abschluss. Im Jahr 2022 waren meine Kollektionen noch nicht von einem sozialen Narrativ geprägt, sondern eher von abstrakten Dingen. Aber als der Krieg begann, empfand ich es als absolut notwendig, das zu ändern. Natürlich habe ich, wie wahrscheinlich alle UkrainerInnen, mein politisches Bewusstsein entwickelt.
Wenn man im Keller sitzt, realisiert man, dass man jede Sekunde sterben kann. Natürlich wollte ich überleben. Und natürlich wollte ich, dass wir als Nation überleben. Ich habe damals eine Menge Dinge verstanden, die ich vorher für nicht relevant hielt. Deshalb habe ich eine Kollektion entworfen, die so stark und offensichtlich mit der Zeit der Massenevakuierung verbunden ist. Ja, ihr gewidmet ist. Diese Kollektion habe ich Transit genannt. Ich war sehr inspiriert von den Taschen und Koffern, in die die Menschen ihr Hab und Gut gepackt hatten. Manchmal ohne zu wissen, wohin sie gehen würden. Ein Mensch verlässt seine vertraute Welt und begibt sich ins Ungewisse. Er muss im Voraus entscheiden, welche Dinge er mitnimmt, ohne zu wissen, was er braucht und wer ihn unterstützt. Dies zeigt sich auch darin, dass manche Kleider eingebaute Taschen haben. Man könnte sagen, dass es sich um einen Stoff handelt, der aus Taschen besteht. Und das verkörpert für mich auch symbolisch die Situation, in der wir uns alle befanden, als wir so viele Dinge wie möglich mitnehmen mussten. Wenn ich in ein Geschäft gehe, um eine Mütze zu kaufen, und die Verkäuferin mir sagt, Sie sind in der Herrenabteilung, die Damenabteilung ist dort drüben, da antworte ich, was meinen Sie, hat eine Mütze ein Geschlecht? Ich bin mir nicht sicher, ob die ukrainische Kundschaft für Unisex-Mode bereit ist. Ukrainische Frauen kleiden sich oft sehr feminin. Das ist natürlich ihre Entscheidung. Ich bin in die EU gezogen und lebe jetzt in Polen. Die Produktion bleibt in Kiew. Natürlich dauert es jetzt länger, eine Bestellung zu liefern, als vor dem Krieg. Ich bin meinen Kunden sehr dankbar, dass sie bereit sind, ein wenig länger zu warten, wenn ich ihnen erkläre, dass ihre Bestellung in der Ukraine ausgeführt wird. Normalerweise sind sie damit einverstanden. Auf diese Weise versuche ich, die Fachleute zu unterstützen, die in unserem Land geblieben sind. Es wäre gelinde gesagt falsch, in Kriegszeiten die Produktion aus der Ukraine abzuziehen. Denn in solchen Zeiten kann man nicht an den eigenen Profit denken. Ich bin es nicht gewohnt, in der Opferrolle zu sein oder um Hilfe zu bitten, auch wenn man darum bitten muss. Ich denke darüber nach, was ich zurückgeben kann. Daher spende ich die Einnahmen aus dieser Kollektion für wohltätige Zwecke. Meine politische Position ist es jetzt, dass ich meine ukrainische Herkunft betonen muss. Früher habe ich nicht verstanden, was es bedeutet, stolz darauf zu sein, Ukrainerin zu sein. Natürlich habe ich mich nie dafür geschämt. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum ich in dieser Sache nicht neutral sein konnte. Jede ukrainische Marke transportiert heute eine sehr starke Botschaft mit ihrer Arbeit. Ich glaube, dass Mode und visuelle Gestaltung nicht nur die Mode, sondern auch soziale Narrative verändern könnte. Ich habe den Eindruck, dass die ukrainische Mode ein so wichtiger Teil der ukrainischen Kultur ist, dass sie im Krieg ein sehr wirksamer Faktor für unser Land und sogar für das globale Gleichgewicht sein kann.
Als die ukrainische First Lady Olena Selenska für die amerikanische Vogue fotografiert wurde, war sie in aller Munde. Es schien, als hätte jeder eine Meinung über sie. Schaut sie nicht komisch in die Kamera? Sitzt sie nicht irgendwie falsch? Was ist das für eine Pose und warum macht sie überhaupt ein Fotoshooting während des Krieges? Die Ukraine wird von Russland angegriffen, der grausame Krieg geht weiter und Olena ist mit Fashion-Kram beschäftigt? Aber letzten Endes hatte sie ein klares Motiv und wir sollten uns wahrscheinlich nicht von unserem ersten Eindruck ablenken lassen und Menschen verurteilen, bevor wir genauer hingeschaut haben. Denn manchmal kann es schwer oder sogar gefährlich sein, seine Meinung zu äußern und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Vor allem, wenn man die Grenze zu Russland überquert. In anderen Ländern denkt man, dass es in Russland nur Orks in T-Shirts mit einem Z drauf gibt. Es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass es in Russland viele coole Leute und Organisationen gibt, die weiterarbeiten, obwohl sie von allen Seiten unter Druck gesetzt werden. Hallo, mein Name ist Jana Koretskaya. Ich bin die Gründerin des Labels Natje Nasitje und Aktivistin. Manchmal gibt es seltsame Nachrichten. Menschen werden festgenommen, weil sie blaue Shorts und ein gelbes T-Shirt tragen. Wir haben bei der Polizei ein dummes System. Es gibt Pläne für Festnahmen. Wenn es eine Zielvorgabe gibt, möglichst viele Personen festzunehmen, dann wird man natürlich jeden festnehmen, auch wegen blauer Shorts. Alles, was mit Militär zu tun hat, wird subventioniert. In den letzten anderthalb Jahren habe ich eine Frau mit einem Z-T-Shirt gesehen. Ich sehe es an Gebäuden. Es gibt eine Art Militärmuseum mit einem riesigen Z. Natje Nasitje wurde vor 5 Jahren geboren. Ich will nicht nur ein paar T-Shirts machen. Ich will den Leuten etwas sagen, ihnen eine Art Manifest geben. Ziemlich schnell kamen wir an einen Punkt, an dem wir begannen, an wohltätige Organisationen zu spenden. Derzeit spenden wir etwa 20% der Einnahmen von fast jeder Kollektion. Dies ist unser erstes Antikriegs-T-Shirt. Ich bin jüdisch und diese Kultur ist mir wichtig. Ich habe beschlossen, dass ich etwas über den arabisch-israelischen Konflikt sagen möchte. Und bis heute ist das T-Shirt leider immer noch aktuell. Hier steht: Es reicht, auf Hebräisch und Arabisch. Wir machen unsere Kollektionen selbst und überweisen Geld an eine Stiftung für zivile Hilfe. Sie helfen Flüchtlingen, nicht nur aus der Ukraine, nicht nur aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Wir arbeiten auch mit der House with a Lighthouse Foundation zusammen. Auch sie helfen ukrainischen Flüchtlingen. Mein Shirt heißt Keine Worte. Wir haben es zum Jahrestag des Konflikts mit der Ukraine gemacht. Wir haben lange darüber nachgedacht, wie genau wir uns an diesem Tag äußern wollen und sind zu dem Schluss gekommen, dass so etwas wie eine Schweigeminute auf einem T-Shirt das beste Statement ist. Deshalb haben wir diesen Druck gemacht. Kleidung ist immer noch eine Möglichkeit, den eigenen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Und genau daran arbeiten wir. Es ist nicht mehr sicher, im Internet zu posten. Und es ist auch nicht sicher, sich an einem Protest zu beteiligen.
Aber ein T-Shirt zu tragen, ist noch sicher. Obwohl es in Russland sogar einen Fall gab, in dem jemand wegen eines T-Shirts festgenommen wurde. Soweit ich mich erinnere, hat es Solidarität mit Nawalny bekundet. Vor kurzem gab es sogar eine Situation, in der Vertreter der Partei Eigenes Russland zu uns kamen und uns anboten, zusammenzuarbeiten. Die Partei Eigenes Russland ist die Hauptpartei in Russland, die natürlich alles unterstützt, was gerade geschieht. Ich musste sehr lachen. Natürlich haben wir nicht mit ihnen zusammengearbeitet. Wir versuchen, zumindest formal, immer im Rahmen des Gesetzes zu bleiben, um unsere Arbeit so lange wie möglich tun zu können. Denn wenn wir uns einmal zu scharf ausdrückten, nützte das niemandem. In diesem Fall wären wir nicht mehr in der Lage, weiterzuarbeiten und Geld zu sammeln und zu spenden. Zum Beginn all dieser Ereignisse kamen alle Gemeinnützigen, alle Wohltätigkeitsorganisationen in Russland in eine sehr schwierige Lage, weil sie plötzlich keine Spenden mehr aus dem Ausland annehmen konnten. Deshalb ist es jetzt ungemein wichtig, gemeinnützige Stiftungen hier zu unterstützen. Sie haben niemanden außer uns. Kulturelle Aneignung ist ein großes Thema in der globalen Modewelt. Manche Marken verwenden Symbole und Muster verschiedener ethnischer Gruppen, bringen sie auf ihre Laufstege und in ihre Geschäfte, ohne ein Bewusstsein für deren Hintergrund zu schaffen. Die Künstlerin Polina Ossipova dagegen ist in ihren Werken sehr pointiert. Sie möchte den Menschen ihre Wurzeln und ihre Heimat Tschuwaschien näher bringen. Das Herz spielt eine sehr große Rolle in meinen Werken. Es ist ein eindeutiges Symbol und muss nicht erklärt werden. Und da ist noch etwas. Die tschuwaschische Küche besteht hauptsächlich aus Innereien. Bei mir hat sich dieser Geruch eingeprägt, wenn meine Großmutter Schurpe oder Schartan kocht. Und eben der Geruch von Innereien wie dem Tierherzen. Mein Name ist Polina Ossipova. Ich bin eine Künstlerin aus der Republik Tschuwaschien. Ich bin tschuwaschisch. Ich lebe seit August 2022 in der Nähe von London am Meer. Heute bereite ich ein neues Foto vor. Ich bin in der Tschuwaschischen Republik aufgewachsen, in der Stadt Cheboksare. Aber ich habe einen großen Teil meiner Kindheit im Dorf bei meiner Großmutter verbracht. Meine Werke beruhen oft auf sehr traditionell weiblichem Handwerk. Ich arbeite viel mit Textilien und mache Masken. Aber auch Skulpturen und Stickereien. Die Technik habe ich bei meiner Mutter und meinen Groß- und Urgroßmüttern gelernt. Das sind alles tschuwaschische Traditionen. Tschuwaschischer Schmuck wird normalerweise aus Silber, Leder und Münzen hergestellt. Münzen sind ein sehr wichtiger Bestandteil der tschuwaschischen Tracht. Ich mag, dass die Münzen wie Schuppen aussehen. Die hier heißen sogar kleine Schuppen. Der Schmuck ist aus Silber und früher diente er den Frauen als Absicherung, wie bei vielen Völkern.
Der Kopfschmuck wiegt schon mal 7 oder 8 Kilogramm. Das ist eines der ersten meiner Werke, das von tschuwaschischen Traditionen inspiriert ist. Es bezieht sich auf ein Hochzeitsritual, die Tränen der Braut. Mit 19 habe ich die erste Tränenmaske gemacht. Sie wurde so beliebt, dass die Leute mir SMS schickten: Wie viel kosten deine Tränen? Ich mochte das. Bei dem Hochzeitsritual geht es nämlich darum, dass die Braut weint und für ihre Tränen von den Gästen Geld bekommt. Und so habe ich auch Geld für meine Tränen bekommen. Nur eben im Hier und Jetzt. Eines meiner Lieblingswerke ist die Rüstung aus Archivfotos meiner Familie, von meinem Großvater. Klar, zum einen steht die Rüstung für Schutz und ist wie eine zweite Haut. Aber es ist auch ein Verweis auf eine Legende, dass tschuwaschische Frauen früher Wolga-Amazonen waren. Diese Legende kommt daher, dass die tschuwaschische Kultur sehr matriarchalisch war. Zum Beispiel wurden junge Männer mit älteren Frauen verheiratet, damit die Frauen sie ihren Bedürfnissen entsprechend erziehen konnten. Ich bin unglaublich enttäuscht darüber, dass ich meine ersten Aufträge in Russland erst bekam, nachdem eine westliche Marke mit mir gearbeitet hatte. Und meine erste Ausstellung war nicht in Russland. Eigentlich hatte ich noch gar keine Ausstellung in Russland. Es gibt auch kein einziges tiefgründiges Interview mit mir auf Russisch. Dort nimmt man meine Arbeit nicht richtig ernst. Wie schön traditionelle tschuwaschische Kleidung ist, habe ich eigentlich selbst erst als Erwachsene begriffen. Als ich anfing, in Archiven zu wühlen und mir ethnografische Bilder anzusehen. Davor haben die meisten Kleidungsstücke, die ich zum Beispiel von tschuwaschischen Popsängern kannte, sehr kitschig, unauthentisch und hatte wenig mit der echten tschuwaschischen Tracht zu tun. Das ist für junge Menschen sehr abschreckend, weil ihnen gute Beispiele fehlen, an denen sie sich orientieren können. Als ich in der Schule war, war es sehr angesagt zu sagen, dass man Russe ist. Wer Tschuwaschisch sprach, wurde gleich mit einem Hinterwäldler oder Kolchosebauern gleichgesetzt. Was ich meinem Teenager-Ich heute sagen würde, ist: Dieses Erbe steckt in unserer DNA. Man wird es nicht los, tschuwaschisch zu sein. Also muss man es für seine Entfaltung nutzen. Es spielt keine Rolle, ob Mode deine Rüstung ist, dein emotionales Ventil oder du nur zeigen willst, dass du die Kontrolle über dein Leben verloren hast. Mode hat heute verschiedene Aspekte und es gibt 1 Million Möglichkeiten, sich auszudrücken oder ein Statement abzugeben, ob es nun politisch ist oder nicht. Bei allem, was in der Welt heutzutage passiert, fühlen sich die Leute immer mehr dazu veranlasst, sich auf eine Seite zu schlagen. Das kann ziemlich stressig sein. Aber vielleicht muss Mode nicht immer politisch sein. Sie kann auch einfach helfen, uns besser zu fühlen. Denn am Ende ist es nur Mode. It's just fashion.